Wir kennen unseren Illustrator, Zeichner Stefan Dinter schon länger. Das heißt, wir arbeiten mit ihm schon ein paar Jahre zusammen und jetzt haben wir uns gedacht, für das neueste Programm Dashiell Hammett, das große Umlegen, dass wir ihn mal ins Zentrum stellen. Das heißt, dass wir das Zeichnen ins Zentrum stellen. Sie standen auf und gingen in das Nebenzimmer. Haken war inzwischen an die Tür zurückgetreten, immer noch mit dem Revolver mich bedrohend und löste die Plüschbänder, die an den schweren... Wir spielen wirklich interessante Figuren. Also ich finde es total, es sind teilweise so klischee-mäßige Figuren, die aber auf der Bühne total Spaß machen, die darzustellen. Also der Detektiv, die Böse, die Geheimnisvolle, das sind, oder zum Beispiel eine alte Frau, die aber auch irgendwie durchtrieben ist. Und das finde ich darstellerisch total spannend, weil es so die klassischen Figuren sind, die jeder kennt. Und das mal darzustellen, finde ich super. Ich falte also ihr Nein. Ich habe sie. Ja, es ist wahr. Aber nicht hier. Morgen werde ich hole sie. Und dann werden wir teilen durch drei. Werden wir nicht? Nee. No. Ist das gerecht? Sind wir nicht alles schlecht gewesen? Das ist nicht die Frage. Ich habe aber nichts gegen dich. Ich habe gedacht, du und sie, ihr hättet mich sitzen lassen. Genau wie du denkst, ich und sie hätten dich reingelegt. Aber... Es ist ja altes Zeug. Es ist ja jetzt nicht irgendwie moderner Krimi, sondern es ist so die Basis. Und wir fanden es einfach mal spannend, das erlebbar zu machen und das mit diesem Detective, der in verschiedensten Fällen auftaucht, mal zum Leben zu erwecken. Jetzt ins Heute, ich weiß nicht genau, wie alt es ist, ich glaube so 50, 60 Jahre oder vielleicht sogar noch älter. Ich nagel mich da nicht fest. Also das war so die Idee. Also wir fanden einfach die Fälle gut. Und auch zum Beispiel, der eine heißt das Dingsbums-Küken. Ja, also das ist ja schon mal der Titel des Jahrhunderts. Eines Tages kriegt der Armreifen von mir. Das verspreche ich Ihnen. Dann geht die Vordertreppe an der schmuddeligen Leuchtetreppe. Dann steigt man in die vier Knochen. Und dann muss man durch den Tunnel, den Fußgängertunnel, und zwar auf der Open Gate zurück. Zwischen den Manhattan und Westing. Das klingt nämlich nachdenklich. Das funktioniert aber nicht.